Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Double Dash. In dem Part bin ich nicht alleine. Heute habe ich mir mal meine Schwester ins Boot geholt. Hi Michi. Hallo. Ja, jetzt machen wir meine Lieblingsstrecke, den Regenbogen Boulevard. Meine Regenbogen Boulevard, das ist meine Lieblingsmusik, da werde ich nicht sprechen. Also, wir halten in unserem Mund. Ja. Dann viel Spaß. Ja, den werde ich haben. Das war's. Meine Lieblingsstrecke ist damit auch schon zu Ende. Schade, sei es drum. Ja. Jetzt
zur Siegerehrung. Die lasse ich auch mal. Die spule ich mal nicht weg. Die zeige ich euch nochmal. Damit ihr auch mal seht, wie das aussieht, wenn wir mal die Gewinner sind. Ja, sie kommen, die Credits. Ja, Fazit des Spiels. Ja, ist ein tolles Mario Kart Spiel. Mir hat's gefallen. Dr. Shigeru Miyamoto hat wieder mal super Arbeit geleistet. Damit ist mein zweites Projekt auch schon beendet. Ja. Ja, sogar mal mit etwas besserer Qualität, weil ich jetzt alles im Dunkeln aufgenommen habe. Passt schon, ja. Endlich habe ich das Game wieder von Philipp zurückgekriegt. Das waren jetzt 5 Parts. Ja, ist okay. Also, ja. Also, meine Bewertung von diesem Spiel von 10 Punkte sind, ja, auch volle 10 Punkte. Das ist das, ja, mein Lieblings-Mario Kart. Mit den, meiner Meinung nach, besten Railroad, den es gibt. Ja, und wie findest du das Spiel, Michelle? Ganz gut, also ganz schön und okay. Ja. Ja. Vielleicht wollt ihr auch mal. Vielleicht wollt ihr dann auch nochmal, dass ich irgendwann mal ein anderes Mario Kart Let's Play. Ups, sorry. Naja. So, ja. Das gefällt mir auch sehr. Ja, und der Typ, der alles in Deutsch gemacht hat, ist Helge Friedrich. Und yay, mit denen sind wir vorhin gerade eben gefahren. Alright, reserved by Nintendo. Danke fürs Spielen im Jahr 2003. 2002 bis 2003 ist natürlich auch Mario The Legend of Zelda The Wind Waker erschienen. In Deutschland natürlich 2003, glaube ich. Ja, klar. Naja, hoffentlich hat es euch gefallen. Also mir hat das Let's Play auf jeden Fall gefallen. Einfach mal so ein Let's Play Intermezzo oder wie das heißt. So ein kurzes LP. Kommen irgendwann nochmal neue. Vielleicht so, irgendwas, keine Ahnung. Ja, dann ist der Part jetzt auch beendet und das Let's Play ebenso. Also, ja, das Spiel hat gesagt, also steht da oben. Danke fürs Spielen und ich danke an euch fürs Zuschauen. Bis zu meinem nächsten Let's Play. Ciao.